verehrten Damen und Herren, liebe Handballfreunde, schön, dass ihr alle hier seid nach diesem packenden Krimi hier in der Hölle West. Und ich begrüße den Gästetrainer, den Dirk und den Giovanni nach einem packenden Spiel, was mit 2 Toren der HC Weiden glücklich gewonnen hat. Aber das erste Wort hat der Gästetrainer Dirk. Dirk, du hast schon im Vorfeld auch gesagt, das wird kein Spaziergang. Und hast auch davor gewarnt, Mensch, da müssen wir uns schon reinhängen. Es war ein recht enges Spiel, was auch umgekehrt hätte ausgehen können. Bitte deine Analyse vom Spiel. Ja, erstmal schönen guten Abend zusammen. Glückwunsch an Giovanni und seine Jungs. Tollen Job gemacht und tolle Stimmung hier in der Halle mit den Fans in der Rücken, echt ein gutes Spiel gemacht. Ich sag mal, Handball kann man manchmal einfach erklären, wenn man das Tor nicht trifft, dann verliert man die Spiel und wenn die Mannschaft, die einen besseren Torhüter hat, die macht das Spiel und Weiden hatte heute den besseren Torhüter, hat überragende Leistung gezeigt, der Junge. Und daher geht der Sieg auch in Ordnung, weil er hat uns viele Freie weggenommen und mehr kann ich da eigentlich gar nicht. Ich kann meinen Jungs eigentlich keinen Vorwurf machen. Wir haben uns teilweise unsere Sachen frei rausgespielt. Wir haben gekämpft, aufopferungsvoll. Und ja, wie gesagt, leider muss das Runde ins Eckige. Vielen Dank. Vielen Dank, Dirk. Giovanni, von außen stehend hatte ich das Gefühl, dass Korschenbruch einfacher zu den Toren kam über Gegenstöße. Aber das wusstet ihr und ihr musstet euch das Ganze hart erarbeiten. Das ist euch aber gelungen. Und wie stolz bist du auf dein Team? Ja, erstmal, ich bin super stolz auf die Mannschaft, aber ich bin natürlich auch genauso stolz auf die Hölle West. Ohne die Atmosphäre würden wir auch nicht solche Spiele hinlegen können. Also erstmal vielen Dank an das Publikum. Ganz einfach. Ja, wir wussten, dass gegen Korschenbruch nur dann was möglich ist, wenn wir wirklich vorne fehlerfrei abschließen. Die Tore, die dann Korschenbruch weggegangen ist, erste und zweite Halbzeit, die 2 Phasen, das war wirklich ganz klar unseren eigenen Fehlern geschuldet, im Angriffsspiel oder im Abschluss. Aber das haben wir in der zweiten Halbzeit, denke ich, über Abwehr und Torwartleistung überragender David wirklich wettgemacht. Und man hat gesehen, dass jeder in der Mannschaft für den anderen kämpft, sodass wir dann auch den ein oder anderen 1 gegen 1 stärkeren Spieler auch in den Griff gekriegt haben. Das heißt, wir haben heute wenig über Außen, Kreisläuferspiel und auch über den wurfstarken Rückraum Linken aus der zweiten Reihe zugelassen. Das war eigentlich das Ziel und dass es am Ende glücklich dann für uns geendet ist, nach 2 Punktverlusten in Bonn und in Siebengebirge, ist umso schöner für alle. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn wir uns jetzt mal die Saison angucken, Dirk, Opladen, ich weiß nicht, wie sie heute gespielt haben, haben unentschieden gespielt. Das heißt, ihr seid 5 Punkte zurück, aber es wäre doch fahrlässig, jetzt das Saisonziel, so es denn ein Ziel war, ich wollte oben mitspielen, ich glaube, mehr war ja nicht das Ziel Aufstieg, aber ich glaube, jetzt von Spiel zu Spiel denken tut gut. Was habt ihr nächste Woche zu Hause auf dem Programm? Ja, ich... Entschuldigung. Jetzt. Ja. Wir sind in unserem Saisonziel, sind wir noch im Rahmen drin auch. Wie gesagt, also dieses Thema Aufstieg ist immer von der Presse auch gemacht worden auch. Wir sind letztes Jahr 5. geworden. Unser Ziel war es, eine bessere Platzierung in dieser Saison hinzuholen. Und da sind wir noch im Rahmen drin. Wir haben viel Arbeit noch, gerade was auch auswärts betrifft. Da sind wir noch einige Schwächen zu Hause. Machen wir ein sehr deutliches Spiel auch, haben wir einen guten Auftritt. Aber wir müssen halt auch noch arbeiten, dass wir auswärts das hinkriegen. Nächste Woche haben wir Dienstlaken, die stehen auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und das wird auch ein schweres Spiel, wie eigentlich jedes in der Liga, weil jede Mannschaft kann ihr Potenzial abrufen und dann wird es immer schwer. Und ich glaube, bei jedem Gegner, man sieht jetzt auch die Ergebnisse am Wochenende wieder, Siebengebirge spielt unentschieden gegen Opladen, Ratingen spielt unentschieden. Hier kann jeder jeden und jede Mannschaft, die gewinnt, da muss in alle Rädchen greifen und jeder muss seinen Job machen. Und wenn das nicht ist, dann verliert man halt Eier. Und daher haben wir noch viel Arbeit, was das betrifft, auch konstanter zu werden. Und aber in unserem Saisonziel sind wir immer noch drin. Wunderbar, vielen Dank. Applaus von den Weidener Fans. Danke auch Dirk für deine Wertschätzung dem Publikum und der Halle gegenüber. Das kommt natürlich gut an und ja, wir lieben es, den Handballsport und diese enge Halle, das ist unser Zuhause und das vermarkten wir auch entsprechend, das wisst ihr, aber das ist auch unser Ass im Ärmel. Giovanni, 15 zu 13 Punkte, jetzt, wer es noch nicht weiß, aus der 3. Liga sind die Rhein Vikings abgestiegen und 2 starke Spieler sind daraufhin schon direkt bei Remscheid. Wir brauchen uns nicht auszuruhen. Ne? Wir müssen also auch weiter fokussiert bleiben. Was steht bei uns nächste Woche auf dem Programm und wie geht es an? Ja, nächste Woche spielen wir in Aldekerk. Eine Mannschaft, die bei uns jetzt im Hinspiel nicht komplett war. Der überragende Rückraum recht ist wieder dabei. Wir sind froh über jeden Punkt, der uns gegen den Abstieg hilft. Wir bleiben auch ganz demütig und realistisch. Wir werden noch mindestens 8 bis 10 Punkte brauchen, um am Ende
wirklich in der Klasse zu bleiben. Und alles andere ist Quatsch. Wir schauen wirklich nur auf die Mannschaften unter uns und werden von Woche zu Woche gucken, dass wir jeden Punkt irgendwo hart erarbeiten. Und alles andere werden wir nach der Saison sehen. Danke. Für euch zur Information, Giovanni hat auch letzte Woche für die nächste Saison zugesagt. Das heißt, wir sind mit der Kaderplanung schon sehr, sehr weit. Und Giovanni wird auch bei uns weiterbleiben und das, was er begonnen hat, fortschreiben. Mindestens genauso wichtig. Liebe zweite Mannschaft, herzlichen Glückwunsch zu eurem geilen Sieg in Opladen. Wunderbar. Ihr seid mehr als in der Oberliga angekommen und ihr habt noch mindestens 7 Heimspiele. Hölle West auch für euch. Und ja, ihr macht das Ganze zur Hölle West. Also von daher, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, dass wir hier ein bisschen noch zusammen feiern, Bierchen trinken. Dirk, danke dir. Es gibt auch noch Pizza. Der Markus hat leckere, frische Pizza fertig. Und dann haben wir noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis in 2 Wochen.